Irgendwo leben wir hier alle auf einem Globus, auf einer Erde, und da wollen wir zukünftig auch noch gut drauf leben können. Und ohne Engagement, das wäre, glaube ich, irgendwie langweilig. Da würde was fehlen im Leben. Ich denke, wenn es einem Unternehmen gelingt, Motivation zu generieren, Motivation zu entwickeln, dann ist das ein ganz entscheidender Weg hin zum Erfolg. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die ich auf dem Wege dazu bekomme, sich für das Unternehmen zu engagieren, dann haben sie einen hohen Grad an Motivation. Je mehr es gelingt, dies in das Unternehmen hineinzutragen, umso mehr nützt es auch dem Unternehmen. Ich glaube, die meisten Leute, die gerne für ihren Arbeitgeber arbeiten, die sind auch gerne bereit, da am Wochenende sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich möchte zeigen, ich möchte signalisieren, dass ich für E.ON arbeite. Ich finde es gut und ich bin jetzt hier auch mal bereit, mir die Kritik anzuhören. Das Renommee von der Energiewirtschaft und damit auch von E.ON ist nicht besonders gut. Die Grundidee von E.ON im Dialog war schon, also einfach mal die Problemlage zu erkennen und hier auch etwas dagegen zu tun. Ich glaube, das große Problem bei Stromversorgern ist einfach, das sind einfach relativ anonyme Firmen. Man weiß zwar, dass da irgendwie 90.000 Mitarbeiter weltweit für E.ON arbeiten, aber die bekommt man nicht zu Gesicht als normaler Stromkunde. Ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, da in gewisser Weise auch diese menschliche Komponente einfach wieder zu zeigen, dass es jetzt nicht nur irgendwelche gesichtslosen Wesen sind, die hinter E.ON stehen, sondern denen da wieder etwas Fleisch und Blut einzuhauchen. Du kannst noch so viel Giveaways ausgeben und Broschüren verteilen, aber wenn da am Stand jemand steht, der nicht freundlich ist, der nicht hinter seinem Unternehmen steht oder dem das mehr oder weniger wurscht ist, dann wirst du nie jemanden überzeugen. Man möchte mit den Leuten reden und man möchte ihnen einfach zeigen, wer ist E.ON im Dialog, was machen wir. Man will aber auch die Möglichkeit geben, dass eben dann bei den verschiedensten Veranstaltungen die Leute auf den Stand kommen und sich vielleicht auch mal richtig beschweren können. Wenn Sie jemand aggressiv anspricht, dann tut er das ja nicht aus dem Grunde, weil er sie im nächsten Moment zu Boden schlagen will, sondern er will gehört werden. Da gibt es das Imponierverhalten, das Imponiergehabe. Einer plustert sich auf, wird ganz breit, ist eigentlich nur ein kleiner Hering. Das spielt aber keine Rolle, er plustert sich auf. Dann lass ihn das doch tun. Lass ihn doch mal aggressiv sein. Besten ist, ich komme mit dem Menschen ins Gespräch. Ganz schnell hat er sein Pulver verschossen. Aber dann lasse ich ihn das nicht merken, in der Hinsicht, dass ich ihn sage, so, jetzt bist du fertig, ja, okay, jetzt kannst du deines Weges gehen. Nein. Ich merke ja, wenn seine Wucht nachlässt, da kann ich eingreifen, da kann ich ansetzen. Und in den meisten Fällen bin ich mit so Leuten, und natürlich auch die anderen Kollegen, nicht nur ich, sind wir mit so Leuten im Nachgang in einem positiven Einvernehmen auseinandergegangen. Das ist die Kunst, das ist in der Tat die Kunst. Das heißt, ein guter E-Teamer ist in der Lage, jemanden erstmal auskotzen zu lassen. Und wenn er dann, sag ich mal, wenn es ihm dann besser geht, langsam das Würgegefühl ein bisschen sich reduziert, dann, sag ich mal, kann man auch irgendwann wieder eine Tasse Kaffee anbieten. Und wichtig ist, dass jeder den anderen dann am Ende des Tages leben lässt. Ja. In den letzten 3 bis 4 Jahren hat sich E.ON im Dialog intern sehr, sehr gut positioniert. Man erkennt das zum Beispiel daran, dass die Zahl der E-Teamer kontinuierlich zugenommen hat und übrigens auch weiter zunimmt. Und es ist uns auch mit einer internen Vermittlung dessen, was wir da tun, gelungen, doch eine ziemlich breite Akzeptanz und Zustimmung bei Führungskräften und Mitarbeitern des Unternehmens zu gewinnen. Also ich glaube wirklich, dass alle das toll finden, dass wir das machen. Und wir arbeiten da ja jetzt auch zum Beispiel mit der E.ON Vertrieb zusammen, E.ON Vertrieb Deutschland oder auch mit der E.ON Ruhrgas. Es ist eine sehr lustige Mischung von Kollegen aus allen Regionalversorgungsunternehmen, von E.ON Hanse, E.ON Mitte, E.ON Edis. Und da ist sowieso eine, wenn man so will, eine deutschlandinterne Internationalität da. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, auch in dieser komplexen Welt, ist es viel entscheidender zu lernen, mit anderen zusammenzuarbeiten, die verschiedenen Sachverhalte zusammenzubringen und da gemeinsame Lösungen zu finden. Und dieser Teamgeist, der wird nämlich auch darüber gestärkt. Und darüber entsteht etwas.
ich freue mich, dass ich für das Unternehmen auch arbeiten kann und irgendwo einen Beitrag auch dazu leisten kann, in den Dialog auch zu treten. Und für mich so als Nicht-Ingenieur lerne ich nach jedem E.ON im Dialog, nach jeder Veranstaltung, da lerne ich wieder was dazu. Also ich sehe das für mich auch als eine persönliche Bereicherung an. Auf einer der letzten Einsätze auf der IAA in Frankfurt, wo auch das Thema Elektromobilität sehr stark diskutiert wurde, da kam jemand und spannend war, dass er von einem Energieversorger erwartet hat, dass wir doch das Problem lösen, dass es keine Elektroautos zu kaufen gibt. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Als Unternehmensentwickler stellt man sich dann die Frage, ist das eventuell ein zukünftiges Geschäftsmodell? Zukunftsthemen finde ich super wichtig, dass man zeigt, dass wir mitgestalten, dass wir innovativ sind, dass wir an Zukunftslösungen arbeiten. Ich glaube, ein sehr wichtiger Erfolg ist, dass wir bei einigen NGOs, nicht, dass die uns jetzt lieben würden, aber sie schätzen uns zumindest als Gesprächspartner. Und der Dialog hier ist auf jeden Fall ermöglicht worden. Das Ziel ist eigentlich, Multiplikatoren zu finden, weil diejenigen, die mit Eindrücken aus Gesprächen den Stand verlassen, werden diese Gespräche eventuell an einer anderen Stelle fortführen und sagen, Mensch, da habe ich das eine oder andere gehört, was mich durchaus zum Nachdenken angeregt hat. Und wenn wir allein das geschafft haben, glaube ich, dann war unsere Arbeit erfolgreich. Muss nachhaltig sein. Das ist das Ziel, dass es nachhaltig wirkt, das Meeting. Und der größte Fehler wäre, etwas zu veranstalten, was kurzzeitig wirkt und gleich wieder alles Vorpuff ist. Erstens ist dann die ganze Arbeit umsonst. Und zweitens, war denn das, was wir getan haben, hat dann nicht getaugt. Nachhaltigkeit ist ja nicht das A und O dabei. Das ist auch das, was wir dann an uns an die Leute weitergeben können, die nach mir mal meinen Job machen. Ja, das ist schon das Wichtigste. Das ist keine Sache, die ich einmal mache und dann ist erledigt, sondern das ist eine Daueraufgabe. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Kolleginnen und Kollegen haben, also sogenannte Botschafter, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen, die auch sagen, ja, unter der Woche mache ich das gerne, auch am Wochenende, das ist mir das wert. Ich glaube, dass wir sichtbarer geworden sind. Also ich finde, dass wir schon ziemlich gut sind.